Venedig. Venedig? Ah, Venezia. Hallo. Da bist du ja endlich. Wo warst du denn die ganze Zeit? In der Redaktion klären, dass ich morgen Nachmittag mit meinen zukünftigen Mitbewohnern einen ganz wichtigen Termin habe. Und ich dachte schon, du machst einen Rückzieher. Denkst du echt, ich lasse es mir entgehen, mit der schönsten Frau aus ganz Köln unter einem Dach zu wohnen? Nur ganz Köln? Nein. Dann ist ja heute dein Glückstag. Nettie hat ihren Job nämlich wieder. Echt? Mhm. Und das Tollste kommt noch. Ich habe den Hauptgewinn in Fechners Tombola gewonnen. Nein, Venedig? Ja. Wow. Nur wow, es ist der Hammer. Und wir haben das alles nur Valentin zu verdanken. Er hat darauf bestanden, dass ich dieses grüne Los kaufe. Morgen um diese Zeit feiern wir unsere Eigentumswohnung und fahren mit einer Gondel in den Sonnenuntergang. Ja, genau, ein Taxi zum Flughafen. Wann könnten Sie denn da sein? Hoffentlich erst, wenn ich mit dem Packen fertig bin. In 3 Minuten? Ja, sehr gut, vielen Dank. Venedig ist bekannt für seine tollen Geschäfte. Vor allen Dingen für seine tollen Schuhgeschäfte. Wusstest du, dass Casanova in Venedig gelebt hat? Ja, und dort im Knast saß. Ah, geschieht ihm recht im geilen Box. Der alte Mann hatte einfach nicht so viel Glück wie wir und musste immer weiter nach der großen Liebe suchen. Ja, wir haben wirklich viel Glück. Wir haben die Reise gewonnen und die Hüsken ist überredet. Und jetzt hoffe ich auch, dass du dieses Glück genießen können wirst und nicht die ganze Zeit arbeiten musst. Der Artikel ist schnell geschrieben. Und ich lasse doch meine süße Freundin nicht allein durch Casanovas Straßen laufen. Hm? Ja, ja, wir kommen ja. Oh, meine Sonnenbrille. Du, in Venedig gibt's bestimmt auch gute Geschäfte mit Sonnenbrille. Okay. Und 1 Million Maler noch Bescheid sagen. Und funktionierende Telefone gibt's doch bestimmt auch. Besser. Wir sagen gar nichts und überraschen Sie mit einer Postkarte, oder? Sehr gut. Okay. Ach du, ich sag noch schnell David und Toni Bescheid. Und ich kritze den Vigila noch schnell einen Tschüss hin. Marlon und ich, wir haben den Vertrag unterschrieben. Wir sind Wohnungsbesitzer. Yeah. Und zweitens, wir fahren nach Venedig. Einzelheiten, wenn wir zurück sind. Macht's gut und bis bald. Ciao. Dann können wir unserem Kind erzählen, dass in Venedig gezeugt wurde. So was darf man doch niemandem erzählen. Das ist unser Geheimnis. Okay. Guten Abend. Danke. Danke. Wahr sein, ey. Kann er nicht gucken. Ach komm, wir haben noch genug Zeit, bis der Nachtzug fährt. Hey, hey, hey! Taxi! Kommst du? Oder hast du es dir anders überlegt? Nein, nein, natürlich nicht. Du bist doch mein Hauptgewinn. Es wird viel passieren. Nichts bleibt mehr gleich. Nichts bleibt beim Alten wie gehabt. Es wird viel passieren. Nichts bleibt mehr gleich. Buongiorno. Sì. Grazie. Prego. Grazie.
Nachtzüge könnte ich verzichten, aber auf das hier niemals. Venedig ist wirklich die Stadt der Liebe. Eins muss man Fechner wirklich lassen, Venedig ist wirklich ein Hauptgebiet. Guck mal, da hinten ist die Rialto-Brücke. Oh, schau dich da um, es ist hier wirklich ein Traum. Oh nee, geh da bloß nicht ran. Es reicht doch, dass du im Urlaub arbeiten musst. Okay, gib mir nur einen kleinen Augenblick, okay? Bitte. Okay. Hallo Frau Hüsken, ich bin gerade auf dem Weg zum Taj Mahal. Wenn Sie mir die Reportage liefern, schlage ich Sie für den Pulitzerpreis vor. Aber bei Ihrer Recherche glaube ich das eher nicht. Frau Hüsken? Hallo? Das ging aber schnell. Ja, ein bisschen zu schnell. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt mit dieser Taj Mahal-Story nicht. Sie wird ziemlich sauer. Ach, das kannst du ja dann heute Abend rausfinden. Nein, ich sag dem Fahrer Bescheid, dass wir jetzt ins Hotel fahren. Ich muss wissen, was da los ist. Ja, und was ist mit der Stadtbesichtigung? Venedig ist die letzten 100 Jahre nicht untergegangen. Dann willst du das jetzt auch noch überleben. Ja, na gut. Aber wir sind nicht hierher gekommen, um im Hotel zu versauern. Hotel Principessa, per favor. Subito. Ich habe so schön geträumt. Wir waren in Venedig und haben in einem Palazzo gewohnt. Das war aber überhaupt kein Traum. Stimmt, wir sind ja wirklich hier. Oh, ich glaub's nicht. Okay, dann lass uns jetzt frühstücken und die Stadt erobern. Oh, es gibt so viele zu entdecken. Romantische Orte, geheime Plätze. Romantische Orte und geheime Plätze, die gibt es doch auch hier zu entdecken. Also, ich dachte eigentlich an die Sachen, die im Reiseführer stehen. Die habe ich aber alle gelesen und weiß, was drin steht. Was? Venedig ist die Stadt der Liebe. Was du nicht sagst. Tanja, hast du das Fenster kurz mit? Tanja, was ist mit dir? Hey! Was? Hey! Warte mal, mir ist nur gerade schwindelig geworden, aber es geht schon wieder. Wahrscheinlich habe ich einfach zu fest gescheuert. Bist du sicher, dass das alles ist? Hä? Ja, natürlich. Was soll es denn sonst sein? Ich bin wieder ganz fit. Hm? Ja. Da vorne steht das Putzzeug. Hm. Hier. Hm. Und mach mir keine Stirn. Dein Wunsch ist mir Befehl. Stefano? Und die Tanja, ist ja wieder schwindelig. Oh. Nein. Sing doch weiter. Weißt doch, ich höre es so gerne. Also gut, aber du übernimmst die Verantwortung, wenn sich die Nachbarn beschweren. Volare, oh, cantare.